Wir feiern den dritten Advent. Wir sind immer noch in der Vorbereitung auf Weihnachten und in der Liturgie, in den Gottesdiensten in unseren katholischen Kirchen wird in diesen Wochen das tiefe Violett getragen. Aber an diesem Sonntag, dem dritten Advent, wird es aufgehellt in ein zartes Rosa. Das soll die Freude auf Weihnachten versinnbildlichen. Die Liturgie spielt immer mit solchen Zeichen, mit solchen Symbolen und das geht selbst bis in die Farbe der Messgewänder hinein. Ich finde, es ist ein schönes Zeichen dafür, dass Weihnachten gar nicht mehr so weit ist, dass es vor der Tür steht und ein Zeichen dafür, dass wir uns von ganzem Herzen darauf freuen können. Deswegen heißt der dritte Advent der Gaudete-Sonntag, der Sonntag der Freude. Gaudete, freut euch! Ich wünsche Ihnen gerade in diesen Tagen eine tiefe, eine innere Freude an diesem Gott, der zu uns kommen will.